Keller seine Wochenenden schon bei schlecht an. Giancarlo Fisichella offensichtlich wieder an, der ja gestern im Qualifying, Sie werden es vielleicht in unserer Sendung gesehen haben, schon einmal gebrannt hat. Das Auto stand in Flammen. Da dieses Auto jetzt nicht anspringt, greift das Reglement, in dem es ganz klar heißt, raus in die Boxengasse. Er hätte die Chance, von dort noch nachzustarten. Aber so hinter dem Feld herfahren ist nicht mehr drin. Geht nicht. Wir sind jetzt draußen auf der Strecke, schauen uns die Startaufstellung an mit den beiden Trainingsschnellsten, Ludwig und Tarquini. Tarquini mit dem besten ITC-Ergebnis überhaupt für ihn. Nächste Startreihe dann mit Dario Franchitti, dem bestplatzierten Mercedes. Heimvorteil für ihn, logischerweise hier in Silverstone viel gefahren. Und Geburtstagskind Uwe Alsen. Dritte Startreihe dann, dort notieren wir Nicola Larini und Alessandro Nannini, also die beiden Martini Alfa Romeo, beide mit den Evolutionsstufen der Motoren hier am Start. Nächste Reihe, dies ist die vierte, der meisterschaftsführende Manuel Reuter, und stehen sollte dort Giancarlo Fisichella, der, allerdings Sie haben es gesehen, rausgeschoben in die Boxengasse. Nächste Reihe dann mit Christian Danner, sehr gut, fünfte Startreihe, und Stefano Modena, zwei weitere Alfa Romeo, deren sechs Jahr unter den Top Ten. Nächste Reihe, Alexander Wurz, der junge Mann, der Anfang der Woche seinen ersten Formel-1-Test absolviert hat. Und Vorjahresmeister Bernd Schneider, sehr unzufrieden hier in Silverstone, kommt nicht klar. Siebte Startreihe mit dem jungen Jason Watt und JJ Lechner. Beide kennen die Strecke hier in Silverstone auch sehr gut. Jason Watt aus seiner Vergangenheit vor allen Dingen im englischen Rennsport. Achte Reihe mit Jörg van Ommen und dem Neuzugang Juan Pablo Montoya, zwei Mercedes-Fahrer. Neunte Startreihe, Yannick Dalmas aus Frankreich und Michael Bartels. Zehnte Reihe, Kurt Thiem. Und sicherlich sehr enttäuschend nach dem gestrigen Qualifying, Hans-Joachim Stuck kämpfte dort mit Problemen am Unterboden. Elfte Reihe, Oliver Gavin ist bei seinem Heimrennen total unzufrieden. Und Bernd Mailänder erstmals im 96er Mercedes. Aber nur knapp vor Alexander Grau, mit dem er ja sein Auto getauscht hat. Und der ist der neue Teamkollege seiner Reihennachbarin Ellen Lohr. 13. Reihe, den Signore Gianni Giudici, komplettiert das Starterfeld mit insgesamt 25 Autos. So treten wir hier in Silverstone an. Die Frage ist, was passiert jetzt mit dem Auto von Giancarlo Fisichella? Einführungsrunde läuft. Man nähert sich jetzt schon langsam wieder dem Part vor Start und Ziel. Das Bild zeigt jetzt die sogenannte Bridge Corner. Und dann geht es in die langsamen Passagen hinein, Komplex genannt oder Infield. Dort wird an einer Stelle sogar im ersten Gang gefahren, ansonsten oftmals im zweiten Gang. Und das ist die Stelle, wo Mercedes Probleme hat, wie ich es vorhin in der Einschätzung schon mal gesagt habe. Denn beim Rausbeschleunigen aus diesen engen Kehren, da kommen sie immer wieder in die Schlupfregelung, ins sogenannte ASR hinein. Die Autos bauen also keinen hundertprozentigen mechanischen Grip auf und können aus den Kurven nicht so gut herausbeschleunigen wie die allradgetriebenen Opel und Alfa Romeo. Bei Fisichella gibt es übrigens ein Getriebeproblem, er bekam den ersten Gang nicht rein. Fällt in der Anfahrt, aus Woodcourt, Startampel auf Rot, Geschwindigkeit zwischen 70 und 90, Ampel auf Grün geschaltet und Ludwig logischerweise vorne, aber was heißt schon logischerweise, er hat einen guten Start gehabt, dahinter Gabriele Tarquini. Mit Schlagdistanzabstand, das sind 5-6 Meter, und dann bereits Nicola Larini. Und mit viel, viel Disziplin wurde der Start absolviert, obwohl da ging gerade ein Alpha links ein bisschen übers Grüne. Das hätte so im Bereich von Christian Danner sein können. Und Klaus Ludwig setzt sich ab. 15, 20 Meter hat er dort an Vorsprung herausfahren können. Ja, Ludwig hat sehr gut gestartet. Genau das Gleiche kann man von Larini und Nannini sagen, die vielleicht die heißesten Anwärter vom Sieg sind im ersten Lauf. Die waren beide sehr schnell im Vortraining und Tests, aber hatten doch Probleme im Qualifying. Manuel Reuter auch sensationell gestartet, am vierten Stelle. Sehr gut ist er aus der vierten Reihe losgefahren, von der siebten Position kommend. Hat sich dort bereits vor Alessandro Nannini geschoben. Und so ein bisschen der Verlierer der Startphase, Kicke, ich sag's mal, ist Uwe Alsen. Ja, muss man deutlich sagen, von dritter Stelle. Und er wird sogar noch um einen weiteren Platz dort zurückgereicht. Und auch bei Dario Franchitti, wo haben wir den eigentlich, den Mercedes-Fahrer? Der tobt dort auch erst irgendwo im Mittelfeld herum. Vorne Klaus Ludwig, soweit klar. Dann Tarquini, dann ist es Larini, dann Reuter, dann Nannini. Das ist die Reihenfolge auf den ersten fünf Positionen. Franchitti hat schwer verloren und es wird natürlich sehr, sehr schwer für ihn jetzt die Ergebnisse hier rauszuholen, die er für die Meisterschaft braucht.
Ist das eigentlich eine Rennstrecke, die den Überholvorgängen entgegenkommt, oder ist das Überholen hier eher schwierig? Ja, mit Tourenwagen ist das Überholen immer etwas einfacher, wie es beim Formel ist, wo die Flügel den Aerodynamik so dominieren. Mit Tourenwagen geht es schon. Natürlich mit der ABS sind die Bremswege sehr kurz, aber Silverstone ist eine fantastische, eine von den besten Formel-1-Rennstrecken, eine fantastische Kulisse auch für die DC-Serie und endlich mal für die Fahrer auch eine Strecke, wo das Rennauto fahren wieder oder Rennwagen fahren wieder richtig Spaß macht und richtig den Fahrer herausfordert. Das ist unsere Reihung nach der ersten Runde und Sie sehen auf den ersten 6 Positionen nichts von Dario Franchitti, Ludwig Tarquini, Larini, Reuter, Nannini und Modena. Das sind die ersten 6. Und Franchitti ist sage und schreibe bis auf die 17. Position zurückgefallen. Also das würde mich mal interessieren, was dort im Mittelfeldgebühle abgegangen ist. Bernd Schneider spielt im Augenblick die Rolle des bestplatzierten Mercedes-Fahrers. Und da reden wir über die 9. Position. Er fährt unmittelbar hinter Alexander Wurz, beziehungsweise im Augenblick neben dem jungen Österreicher. Denn da ritt Bernd Schneider eine Attacke auf Alexander Wurz, genau wie auch Alessandro Nannini, auf Manuel Reuter, den Meisterschaftsführenden. Dort sehen Sie, Schneider kurz mit den linken Rädern über die Curbs hinaus ins Kiesbett gekommen, gegen Alexander Wurz und presst sich vorbei. Also Schneider damit jetzt auf Rang 8, Wurz zurück auf Position 9. Silverstone hat sich natürlich gewaltig geändert über all die Jahre. Es war einmal die schnellste Rennstrecke überhaupt. Und heute durch die neuen Sicherheitsbestimmungen oder Kenntnisse, die wir haben, sind ja alle Rennstrecken langsamer geworden, genauso Silverstone. Aber hat trotzdem diesen einmaligen Charakter sehr gut beibehalten. Es ist eine wunderschöne Strecke. Wir haben auch sehr gute Zuschauer hier heute, also eine super Stimmung für den Besuch in England. Wann immer man mit den Fahrern redet, es gibt eine tiefe Verehrung vor dieser Rennstrecke. Man mag sie, man sagt aber auch an einigen Stellen, wow. So gerade so Baggots und Maggots Chapel dort oben, die schnellen Kurven, da musst du richtig Mut haben. Richtig schnelles Geschnägel, so um die 200. Ja, das gehört dazu. Das ist genau das Salz beim Fahren von solchen Fahrzeugen. Und davon gibt es, wie du schon richtig sagtest, 2-3 Stellen hier, die richtig den, wo der Fahrer den Atem hält. Und das ist das Schöne dabei. Jason Watts, Startnummer 19, hier im Zweikampf mit JJ Lechto. Da geht es um die Positionen 11 und 12. Die sind ja auch gemeinsam aus einer Startreihe losgefahren. Jason Watt kennt logischerweise diese Rennstrecke hier in Silverstone sehr gut. Er ist hier in der Formel Vauxhall, also in der Formel Opel Europameisterschaft gefahren. Ist auch hier in Großbritannien viele Rennen gefahren. Ist ja eigentlich von der Abstammung her ein gebürtiger Däne, lebt allerdings seit vielen Jahren eben in Großbritannien. So, und wieder der Versuch von Alessandro Nannini gegen Manuel Reuter, schiebt sich daneben, aber da bewahrheitet sich das, Keke, was du vorhin angesprochen hast. Man kommt zwar unter Umständen mal so bis auf gleiche Höhe, aber vorbeikommen extrem schwierig. Ja gut, Manuel hat auch natürlich nicht gerade Platz gemacht. Hier hat Larini das nochmal gemacht. Und Manuel muss natürlich vorsichtig sein, weil er braucht die Punkte. Es geht für ihn vor allem um die Meisterschaft. Und da ist noch nichts Schlimmes passiert. Von seinem 5. Rang, wo er jetzt ist, gibt es immer noch reichlich Punkte. 43 Zähler Vorsprung hat der Manuel Reuter im Augenblick in der Meisterschaftstabelle. Wir schauen uns das noch einmal an. Alessandro Nannini, Start Nummer 6, auf der Innenbahn und presst sich dort an Manuel Reuter vorbei. Und das hätte unter Umständen auch noch funktioniert für Uwe Alzen, aber der ist natürlich jetzt ein bisschen vorsichtig. Sie haben das ja mitbekommen in Diepholz, da gab es diese großen Diskussionen und Team ist draußen. Start Nummer 12, Kurt Team ist draußen. Für ihn eh ein rabenschwarzes Wochenende und Alzen dreht sich raus. Alzen hat sich rausgedreht, na das würde ich aber gerne mal sehen, was da am Anfang passiert ist. Hoffentlich gibt es da nicht eine Wiederaufnahme des Fadens von Diepholz. Uwe Alzen also mit Dreher in der Wiese stehend, sein Teamkollege Ludwig vorneweg, dann Tarquini. Das sind die ersten beiden Positionen. Wolfgang Peter Flohr, er schaut sich das an und er ist offensichtlich ans Auto von Manuel Reuter rangekommen, oder? Keke, wie hast du es gesehen? Ja, oder er wäre dran gekommen, hat versucht es zu vermeiden und hat sich dabei gedreht. Ist natürlich tragisch für Uwe jetzt, gerade nach Diepholz, wo es so viel Kritik gab. Und vielleicht hat er deswegen gerade versucht, extrem den Berührung zu vermeiden, hat sich dabei weggedreht und damit ist natürlich seine Wochenende jetzt kaputt. Also das ist gelaufen, der wird sich irgendwo wahrscheinlich so in der 20. Position wieder einreihen müssen. Müssen wir gleich mal sehen, wen die Kameras ihn wieder eingefangen haben. Dort kommt die Reihe des ganzen Feldes, Manuel Reuter. Er fährt dort im Augenblick vor Stefano Modena. Wir reden über die Plätze 5 und 6 jetzt.
und von Uwe Alzen, soweit das Auge reicht, derzeit nichts zu sehen. Manuel Rotte kriegt jetzt viel Druck von Moderna auch noch. Manuel ist eigentlich sehr unzufrieden gewesen über das Handling des Fahrzeugs über ganze Wochenende. Hat nicht den Abstimmung gefunden, der ihn ermöglicht, reifenschonend hart durch die Renndistanz, über der Renndistanz zu fahren. Und die Strecke ist natürlich reifenmörderisch hier. Bridgestone hat sogar einen speziell entwickelten neuen Reifen gebracht hier. Alle Mercedes fahren den gleichen Reifen. Alle Fahrer haben vier von gleichen Mischung. Bei Michelin sind die Fahrer bei den restlichen Autos nicht ganz so einig. Da gibt es schon 2+2 Mischungen und vielleicht sogar 4+4 verschiedene Mischungen. Und das werden wir dann nachher sehen, wer da richtig gegriffen hat. Wunderschöne Zweikämpfe sehen Sie jetzt im Feld. Nicht nur der von Manuel Reuter und von Stefano Modena, der ein sehr schöner ist. Das ist ja nun Sport absolut am Limit vorgetragen. Da kann sich jetzt keiner auch nur die Winzigkeit eines Fehlers leisten, dann ist man weg. Sondern auch unmittelbar dahinter ein exzellent aufgelegter Alexander Wolz beschäftigt im Augenblick den Vorjahresmeister Bernd Schneider, dass es eine helle Freude ist. Und JJ Lechto spielt dort auch noch ein entsprechendes Röllchen, während vorne der Manuel Reuter gerade dem Stefano Modena ein kleines bisschen weggefahren ist. Und ich meine vorhin gesehen zu haben, dass das Auto von Stefano Modena immer mal wieder ein bisschen ins Rutschen kommt. Und da muss man mal gucken, wie sich das jetzt gleich im Verlauf der Rundendistanz auswirkt, ob dort unter Umständen bereits ein frühes Reifenrutschen auftritt. Dahinter, das ist dieser Dreikampf. Schneider, Wurz und JJ Lechto, Watt noch hinten dran und Christian Danner. Dann gibt es den kleinen Abriss zu einer weiteren, wunderschön dicht beieinander liegenden Gruppe mit Yannick Dalmas und Juan Pablo Montoya, der es zum ersten Mal versucht, am Le Mans-Sieger, an Yannick Dalmas vorbeizugehen, auf der Außenbahn. Das ist natürlich mit Verlaub gesagt ein sehr optimistisches Unterfangen, einen Yannick Dalmas außen herum zu überholen. Da muss er sich erst einmal wieder anstellen. Dahinter fahren Van Ommen, Gavin, der zumindest ein paar Plätzchen nach vorne gekommen ist, im blau-weißen Auto auf Rang 15. Und dann wahrscheinlich ein tief gefrosteter Dario Franchitti vor Hans-Joachim Stuck, Bernd Mailänder und Michael Bartz. Montoya trotzdem sehr stark, er hat mir auch sehr begeistert im Training, er fährt sehr weich, ist nur ein 20-jähriger Formel 3-Fahrer, der sehr, sehr unerfahren ist, trotzdem fährt er hier zum Beispiel von Van Ommen und Franchitti, sehr erfahrene Markenkollegen, hat sehr, sehr gute Figur gemacht diese Wochenende. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Mercedes ihn behält, falls Magnussen jetzt wirklich nicht fährt, auch für weitere Rennen. Da hören wir noch mehr von ihm. Der hat einen sehr, sehr weichen Fahrstil, Und war im Training und Tests eigentlich schneller, wie alles erwartet hätte. Gavin auf seinem Weg nach vorne hakt mittlerweile das Thema Jörg van Ommen ab. Hat er vor ein paar Sekunden gemacht, wird damit jetzt auf der 14. Position geführt. Eins von drei Inboard-Kamera-Autos im Starterfeld. Und wohin sie schauen, zwei oder mehr Kämpfe. Modena ist wieder an Reuter herangekommen. Und zwar sehr viel dichter an Manuel Reuter herangekommen. Und JJ Lechto ist mittlerweile sowohl an Schneider als auch an Wurz vorbei auf die 7. Position nach vorne gefahren. Und JJ Lechto kommt ja von Rang 13-14, also aus der 7. Startreihe heraus. Dort ist dieser Fünferpult, dieses Quintett beieinander, vom Auto mit der gelben Haube angeführt, das Lechto, da hinten dran der junge Alexander Wurz. Wurz macht uns viel Freude in diesem Jahr. Es ist wohl unbestritten das beste Jahr seiner Motorsportkarriere. Er kommt aus dem Formel-3-Bereich, hat dort in Deutschland als Vizemeister schon für Aufsehen gesorgt. Dann kam er in die ITC-Mannschaft von Opel hinein. Und ab dann lief es für ihn exzellent. Er ist immer in der Lage, mit den schnellen Teamkollegen mitzuhalten. Und die Krönung, zumindest die vorläufige seiner Karriere, hat er wohl am letzten Montag auf dem neuen A1-Ring in Zeltweg gehabt, als er zum ersten Mal einen sauber Formel 1 testen durfte und dort bis auf 0,8 Sekunden an Stammpilot Johnny Herbert herankam. Jason Watts, der beschäftigt hier den Kollegen Bernd Schneider. Es geht um die Plätze 9 und 10. Jason Watts am ganzen Wochenende schon glänzend aufgelegt, schon viel, viel besser als im bisherigen Verlauf der Saison gesehen. Ja, Bernd Schneider kriegt rechte Probleme mit Jason Watt da. Von Alexander Watts vielleicht noch so viel, dass er kam ja gleichzeitig und das war die Ende. Das war fast vorauszusehen. Das ist natürlich für Mercedes extrem bitter, weil Schneider hat sie aber nicht gedreht, glaube ich.
aber war kurz davor. Aber dann auch noch vorbei. Wie gesagt, Watts kam zu Opel gleichzeitig mit Gavin. Beide von Formel 3, gleiche Erfahrung und natürlich eine sehr gute Messlatte gegeneinander. Heute ist Watts zum Beispiel auf 8. Stelle und Gavin 15. Und der Alexander Watts hat sich von Rennen zum Rennen weiterentwickelt und ist wirklich eine gute Hausnummer bei Opel heute. Ich denke, das ist auch jemand, den man für die Zukunft sehr intensiv beobachten muss. Er bringt alles mit, was einen guten Rennfahrer ausmacht. Nicht nur die Grundschnelligkeit, sondern man sagt ihm sehr viel Technikverständnis fürs Auto nach, dass er sehr gut mit dem Auto arbeiten kann. Und das ganze Umfeld rund um Alexander Wurz und auch sein Auftritt ist ein exzellentes. Ja, da muss man natürlich jetzt aufpassen, ob er diese Formel-Idee aus dem Kopf kriegt und sich wirklich auf Tourenwagen konzentriert oder ob er ins Abenteuer Formel 1 reinstürzt. Das ist klar, jeder junge Rennfahrer will es. Trotzdem, wenn man schon Werksfahrer ist, ist es natürlich eine sehr schwere Entscheidung, dann, weil Formel 1 ist wirklich ein Abenteuer in dieser Phase von der Karriere von Alexander Wurz. Also ich glaube, wenn ich seine Meinung interpretieren soll, es wird wohl die Formel 1 sein. So zumindest im Augenblick noch der Wunschgedanke. Was sagt unsere Reihung? Klaus Ludwig fährt dem Feld, naja, nicht auf und davon, aber der Vorsprung liegt schon im 1,2-Sekunden-Bereich vor Gabriele Tarquini. Tarquini ist übrigens hier in Großbritannien auf heimischem Boden unterwegs. Kommt auch wieder ein bisschen dichter heran, habe ich so den Eindruck. Ist auf heimischem Boden unterwegs, war hier 94 britischer Tourenwagenmeister, auch mit Alpha. Alle Journalisten, die bei Alpha unterwegs sind, laufen hinter ihm her. Er ist sehr beliebt hier. Er sagt, Silverstone, A, mag ich's, und B, Großbritannien, so ein bisschen meine zweite Heimat. Dahinter kommen die Weiß-Blau-Rotten, nämlich mit Larini und mit Nannini. Nannini übrigens mit neuer persönlicher Rundenbestzeit mit 1:50.571. Dann Reuter und Modeda das nächste Päckchen. Ja, Alpha hat sich sehr stark ins Bild gesetzt diese Wochenende. Und besonders von Larini und Nannini haben wir viel erwartet. Die haben beide den neuen modifizierten Motor, der sogar einen ganz, ganz anderen Ton gibt wie der alte. Hervorragender Sound, richtiger Alpha-Sound wieder. Und hier sehen wir. Ludwig hält alleine die Opel-Fahne hoch und dann kommt schon eine Armada von drei Alphas und dann kommt gar keine mehr. Ja, der Abstand wird auch immer größer. Wenn wir uns das von den Rundenzeiten hier mal anschauen, die ersten vier fahren 1,50 bzw. 51er Runden. Reuter und Modena fahren 52er Runden, sind also im Durchschnitt fast eine Sekunde langsamer als das Führungsquartett. Und bei uns gibt es Interviewpartner. Maren, bitte. Ja, alle Mercedes-Fans vor den Fernsehschirmen werden sich sicher gefragt haben, was ist los mit den Mercedes? Gerade ist Bernd Schneider als letzter aus den Top Ten herausgerutscht. Was ist das Problem hier in Silverstone? Ja, wir haben hier Riesenprobleme vom ersten Tag an gehabt, die Balance zu finden, den Grip zu finden. Das hat überhaupt nicht geklappt. Wir haben nicht das Setup gefunden. Beispielsweise beim letzten Rennen in Diepholz ging die sehr, sehr gut, wie man gesehen hat. Und hier sind wir nie dahin gekommen, wo wir eigentlich hin wollten. Wir müssen schauen, dass wir das Rennen schnell hinter uns bringen. Und wir haben ja dann die zweite Hälfte der Saison fängt an und ich denke schon, dass wir noch einen Schritt machen können, aber hier geht heute ganz bestimmt nichts. Gut, das soll es gewesen sein, von hier zurück zu Burkhardt. Also damit wird unsere oder meine Einschätzung vom Beginn der Sendung bestätigt, während Modena vorbeigeht an Manuel Reuter. Und jetzt sind drei Alfa Romeo, vier sogar, auf den Plätzen 2, 3, 4 und 5. Stefano Modena vorbeigegangen an Nicola Larini. Und ich habe den sehr deutlichen Eindruck, und den bestätigt der Zeitnahmemonitor, dass JJ Lechto ebenfalls wesentlich schneller ist als Manuel Reuter. Und das bestätigt eine weitere Prognose vom Beginn der Sendung. Manuel Reuter, der sagt, mein Auto springt und bockt wie ein Ziegenbock an diesem Wochenende. Ich krieg den Apparat nicht hin. Und JJ Lechto hat auch viel gearbeitet an diesem Wochenende, scheint ihn aber wohl ein kleines bisschen besser hinbekommen zu haben. Und für mich ist das nur noch eine Frage der Zeit, bis die Möglichkeit da ist, für Lechto und Wurz vorbeizugehen an Manuel Reuter. Zeitlupenzuspielung würde ich mir gerne noch mal anschauen. Kommt dort Stefano Modena vorbei an Manuel Reuter. Und zwar geht es im Infield, also beim Einbiegen in die Zieleingangskurve, an Woodcourt, an ihm vorbei. Ja, und da hat er natürlich seine helle Freude, Giorgio Pianta. Er ist eh an diesem Wochenende sehr gelöst. Es läuft sehr, sehr gut bei Alfa Romeo. Das größte Problem ist wahrscheinlich die Genickstarre des Herrn Pianta, der nämlich permanent massiert wird, sinnigerweise vom Mercedes-Masseur an diesem Wochenende. Böse Zungen behaupten, der hat die Knickstarre, weil er auf dem Zeitnahmemonitor immer so weit nach oben gucken muss, weil seine Autos jetzt ganz oben auf dem Monitor stehen.
Ich glaube, diese Freude gönnt jeder gerne, ja. Denn Giorgio Pianta, der hat schon schwere Zeiten durchgemacht dieses Jahr. Ich denke nur an den Dilemma von Nürburgring mit den geplatzten Bremsscheiben, wo alle Alphas reihenweise ausgefallen sind. Und Alpha meldet sich wirklich stark nach den Sommerferien wieder zurück. Sehr gut. Ob das aber Sommerferien waren, bei uns wahrscheinlich ja. Keke, aber du kannst es aus der Sicht eines Teameigners beurteilen. Waren es beim Team Sommerferien? Nein, alle haben sehr hart gearbeitet über die Ferien, ist klar. Das war nach der ersten Hälfte der Saison eine willkommene Pause. Man könnte den Ersatzteilversorgung und Qualität wieder deutlich verbessern. Man muss die Autos grunderneuern, weil die ja schon sehr viele Kilometer haben von der ersten Hälfte des Jahres, um den Zuverlässigkeit beizubehalten, der zum Beispiel bei Opel so maßgebend wichtig für die Ergebnisse war in der ersten Hälfte. Sie sehen den Zwischenstand auf den ersten sechs Positionen. Und Sie hören von mir noch ein paar Informationen, die wir aus dem Bereich der Boxengasse haben. Erstens, und das ist wohl das Wichtigste, und genau da passiert es, Bernd Schneider kommt rein. Es wurden nämlich Vorbereitungen getroffen für einen Reifenwechsel an der AMG Mercedes-Box. Das glaubt uns keiner, aber nee. Der beste Mercedes ist zurzeit Frank Gitti, der liegt auf 15. Stelle. Schönen Dank, dass du mir die Info abgenommen hast. Ich habe wirklich auch erst einmal gezuckt und auf den Zeitnahmemonitor geschaut, aber es ist so. Damit nach diesem Reifenstopp des Bernd Schneider, der blitzschnell, nämlich in 9 Sekunden durchgezogen wurde, ist Dario Franchitti auf Rang 15 bester Mercedes. So, Fisichella, was gibt's da? Dessen Auto steht aufgebockt in der Box. Das scheint eine längere Reparatur im Getriebebereich zu sein. Und zu Courtin sollte ich Ihnen noch nachtragen, der meint zumindest von Michael Bartels wohl berührt worden zu sein. Konnte danach den Motor nicht mehr starten, ist sich aber da nicht ganz sicher. Und ganz sicher sind wir uns auch nicht zu Kontrollinformation, ob eventuell sogar Dario Franchitti jetzt auch noch reinkommt und auch noch an der AMG-Box einen Reifenwechsel vornehmen lassen muss. Turbulenz geht's zu hier in Silverstone bei dem Meisterschaftslauf Nummer 13 der ITC. Erstaunlich, wir sind 10 Runden gefahren erst, dass man jetzt schon zu Reifenwechsel käme, weil dann hat man wirklich vergriffen, wenn man die Reifen ausgesucht hat vom Qualifying, weil... Franchitti-Probleme. Dario Franchitti hat ein Problem, und zwar ist das der Bereich Abbey Corner. Schauen wir uns das Ganze nochmal an, wie es passiert ist. Ja, da hat ihm aber jemand bei geholfen. Ne? Da hat ihm aber wohl offensichtlich jemand bei geholfen, und das war wohl Michael Bartels. Ich denke, ein orangefarbenes Auto dort gesehen zu haben. Die Hand früher ins Feuer legen würde ich nicht, aber so habe ich es mal zumindest interpretiert. Und das Dilemma wird natürlich jetzt erheblich größer. Bester Mercedes Mailänder mit 17. Platz in seinem neuen 96er Auto. Ja, dramatisch im Augenblick. Die Plätze 17 und 18. Sie haben die Reihung auf den ersten 6 Positionen gesehen. Entnehmen bitte unsere Einblendung der Plätze 7 hin bis 12. Und ich denke, wir schnaufen einmal ganz kurz durch hier in Silverstone, geben kurz zurück ins Sendezentrum. Wieder zurück hier in Silverstone und Sie sehen etwas sehr Bemerkenswertes. Tarquini kommt dichter an Klaus Ludwig heran, danach unser gewohntes Duo. Und das will ich nun gar nicht als gewohntes Duo bezeichnen, aber das Drama zeichnete sich vorhin schon ab. Es kommen herein Dario Franchitti und Montoya und beide offensichtlich zu Reifenwechsel. Und Lechtor presst sich vorbei an Manuel Reuter. Wir hatten uns gerade schon das gleiche offensichtlich jetzt auch mit Alexander Wurz. Wir hatten uns gerade schon so ein bisschen gewundert. Die Rundenzeiten der beiden sanken ein bisschen hinter Manuel Reuter. Und jetzt geht der Finne am Meisterschaftsführenden vorbei. Das spricht sich aber für den Fairness von Herrn Flohr als Motorsportdirektor von Opel wieder. Dass es muss verlockend gewesen sein, einen Stallode rauszuhängen, weil heute nun ja der Meisterschaftsführende ist. Und das hat er immer noch nicht gemacht, das hat er kein einziges Mal gemacht dieses Jahr. Und es spricht wirklich für ihn. Das ist ein Mann, glaube ich, der sehr klaren, sehr deutlichen Entscheidungen gibt. Ja, absolut. So, das nochmal in der Zeitlupenzuspielung. Der Überholvorgang von J.J. Lechto und bei Dario Franchitti Plattfuß vorne rechts. Und das gleiche oder ein bisschen ähnlich gilt für Alessandro Nannini. Vorne links offensichtlich den Reifen beschädigt. Da kommt er raus und rutscht nach außen offensichtlich mit einem sogenannten Slow Puncture vorne und atomisiert ein Kurveneinlenkschild. Das sind diese Hinweisschilder, die den Kurvenverlauf anzeigen. Damit hat Alpha übrigens das zweite Schild an diesem Wochenende auf dem Gewissen. Herr Danner hat am Donnerstag schon eins niedergemacht.
Das ist unsere Spitzengruppe. Ludwig und Tarquini. Abstand minimal wieder angewachsen, wo noch 7 Runden zu fahren sind, auf 1,1 Sekunden. Und Alessandro Nannini, Start Nummer 6, er kommt herein. Und Sie sehen es jetzt selbst ganz deutlich, vorne links gibt es dort das Problem. Nannini war wirklich im Test hier der Schnellste. Und man hat auch praktisch erwartet, dass er den Pole hier holt. Er ist abgeflogen in Qualifying. Jetzt zweiter Abflug hier aus, scheint diese Woche nichts gelingen. Nee, ein Häkchen hinter. Ein bisschen besser gelingt es im Augenblick für Nicola Larini mit Platz 3 und vor allen Dingen für Gabriele Tarquini. Und ich denke, das ist zumindest noch ein versöhnlicher Silberstreif am Alpha Horizont. Der Giorgio Pianta sagte am Samstag hier, also er rechnet ganz ehrlich gesagt nicht mit einem Sieg im ersten Lauf. Er hofft auf einen Erfolg im zweiten und Nannini wirkt beim Rausfahren noch das Auto ab. Damit ist natürlich die gute Reifenwechselzeit der Alpha-Mechaniker dann dahin. Die Mechaniker, die übrigens zum Großteil aus dem Rallye-Bereich kommen, die mit Lancia in der Rallye-Weltmeisterschaft geschraubt haben, die konnten gestern mal zeigen, wie gut sie wirklich drauf sind, während Montoya erneut die Box ansteuert, hereinkommt, um den Alpha-Fahrten aber wieder aufzunehmen. Die haben gestern das angekokelte Fisichella-Auto, das mit Löschschaum vollgesaut war, innerhalb von 20 Minuten wieder einsatzbereit gemacht. Dann bei Montoya werden offensichtlich die Reifen wieder gewechselt. Ludwig und Tarquini, Abstand etwas mehr als eine Sekunde. Der pendelt immer so zwischen 04 und 05. Kommt Tarquini mal dichter an Ludwig heran und fährt Ludwig dann in der nächsten Runde Tarquini wieder weg. Larini, Modena, Lechto, Manuel Reuter ist jetzt auf Rang 6. 6 Runden oder 5,5 noch zu fahren. Ja, eigentlich hätten wir erwartet, hier Silverstone, eine schnelle Kurs mit sehr vielen schnellen Kurven, dass es eine Mercedes-Strecke wäre. Und so kann man sich mittlerweile in ITC irren, weil Mercedes wirklich außer Franchitti nicht bei Musik dabei war diese Woche. So kann sich auch zum Beispiel der Meisterschaftsführende irren. Manuel Reuter sagte mir, ich halte den ersten Teil eindeutig für eine Mercedes-Strecke und den zweiten eindeutig für eine Alpha-Strecke. Und es sieht nun alles völlig anders aus und Reifenschaden gibt es auch am Auto von Alan Lohr. Die 21 Reifenschaden vorne links am 95er Person Mercedes. Das ist ein Massensterben mittlerweile von Bridgestone. Die müssen total vergriffen haben. Vielleicht durch diese Drängnis, um schnellere Trainingszeiten zu kriegen, haben sie einen weichen Reifen gewählt für Qualifying und der hält nicht in Distanz aus. Und damit sind natürlich die kleinsten Hoffnungen von Mercedes sogar gestorben. Ausgeritten übrigens in der Nannini Corner, dort wo der Italiener dann vorhin schon das Schild da niedermachte. Der Silverstone ist sehr sicher, ist natürlich Formel 1 Standard, sehr große Auslaufzonen. Und absolut fantastische Sicherheit vorhanden hier. Die beiden liegen übrigens wirklich so beieinander, wie sie gerade hier fahren. Da reden wir nämlich so über die Plätze 18 bis 20 in etwa. Und bei Juan Pablo Montoya ist es so, dass dessen Auto in die Box hineingeschoben wird. Nannini übrigens liegt auf Rang 19 und Franchitti, nee, der hat Rundenrückstand, 23. Position. Unser Spitzenreiter Klaus Ludwig, 8 Werkskalibra gibt es im Starterfeld, einen 9. fährt Giudici, einen 10. denke ich, wird es auf dem Nürburgring geben, beim nächsten Auftritt der ITC. Wenn alle Stimmen aus dem Opel-Lager richtig gedeutet werden, dann wird dort der Meister des Jahres 1984, nämlich Volker Striezek, mal wieder ins Lenkrad greifen und wird mit dem schneeweißen Testauto dann auf dem Nürburgring antreten. Und wenn Sie mich fragen, diese vorsichtige Formulierung von Opel, das wird so. Wurz und Manuel Reuter kämpfen um die Plätze 6 und 7 und Wurz innen vorbei in dieser langsamen Passage vor Start und Ziel. Das ist sogenannte Lafitte-Passage. Das war sehr gut gemacht von Wurz. Er hat eine ganz eigene Linie da gewählt und ist einfach stehen geblieben, mitten in der Kurve, war dabei aber schon vorbei beim Reuter und Reuter konnte sie nicht kontern. Natürlich auch, wenn der Reuter-Meisterschaft führt, muss man sagen, hat Alexander Wurz eine sehr gute Art und Weise ausgesucht, einen sehr guten Platz ausgesucht, wo er ihn sicher überholen kann und souverän gemacht. Also das spricht wirklich für die Rennintelligenz eines Alexander Wurz in seinem ersten Jahr, in seinem ersten wirklichen Jahr im Tourenwagensport. Ja, ist von den jungen Formel 3 Fahrer, die dieses Jahr dazu gekommen sind, ist er der einzige, der sich
wirklich kontinuierlich verbessert und mittlerweile in der Spitze behaupten kann. Wer mir übrigens wahnsinnig viel Spaß macht in der Spitzengruppe im Augenblick, das ist unser Achtplatzierter. Das ist nämlich Jason Watt. Der junge Mann im schneeweißen Alpha mit der 19, der in diesem Jahr noch nicht viel Glück gehabt hat, der Giorgio Pianta auch manch graues Haar beschert hat, da erinnere ich mal ans Aufwärmtraining in Helsinki, als er den Apparat in die Mauer schmiss, fährt im Augenblick auf Rang 8. Sehr, sehr gut. Ist sehr ordentlich unterwegs. Das ist ein junger Mann, der für seinen Einstieg in den Motorsport hart gekämpft hat. Dort gibt es eine Episode, die, ich denke, erzählenswert ist. Da seine Eltern auch nicht unbedingt über alle Reichtümer dieser Erde verfügen und er chronisch klamm war, hat er, als es in die Formel-Winterserie hier in Großbritannien hineinging, sein Privatauto verkauft, hat dieses Geld investiert, um Rennsport zu machen. Und hier ist er unterwegs, hat dieses Geld in den Rennsport investiert, war am Ende des Jahres in der Meisterschaft ganz vorne und dann begann eine tolle Karriere über die Formel Opel Europawertung im letzten Jahr, die er gewonnen hat und nun in ITCC-Diensten für Alfa Romeo. Dazu kamen natürlich sehr, sehr unerfahrene ITC rein. Alle anderen haben schon harte Formel 3 Jahre hinter sich und dafür hat er sich sehr gut behauptet. Er hat einen schweren Stand gehabt bei einem Alfa am Anfang, wie du schon sagtest, aber kommt auch langsam. Kommt langsam. Klaus Ludwig kommt auch langsam. Und zwar, was den Ausbau-Vorsprung angeht. 2 Sekunden der Vorsprung auf Tarquini. Und Manuel Reuter holt sich den 6. Platz von Alexander Wurz zurück, oder? Genau. Geht daneben, ohne besonders intensive Gegenwehr von Alexander Wurz. Aber wie wollen Sie es bei Teamkollegen auch anders machen? Dahinter aber Jason Watt. Und der könnte natürlich jetzt in diesem Opel-internen Zweikampf das Zünglein an der Waage spielen. Denn ich sage Ihnen eins, das schaut er sich nicht allzu lange an. Und von den Rundenzeiten her ist er schneller als Manuel Reuter. Und den Jason Watt interessiert natürlich kein bisschen, dass der Manuel Reuter der Tabellenführer ist. Er wird natürlich versuchen, in der übrig bleibenden 3 Runden da durchzukommen und hat sicherlich sehr gute Chancen. Einer der jungen Kollegen, nämlich Juan Pablo Montoya, ist mittlerweile draußen. Das Auto ist in die Box geschoben worden. Es gab Hydraulikprobleme im Lenkungsbereich. Also das Aus zumindest für den ersten Lauf. Und Bernd Mailänder ist bestplatzierter Mercedes-Mann. Jawohl, wir reden über Rang 15, Mailänder Grau van Ommen, 15, 16, 17, Schneider dann 18. Barini überrundet hier Gianni Giudici. Und dann die Verfolger mit Modena, mit Lechto, Reuter und Wurz und Jason Watt, der ein bisschen zurückgefallen ist. Der nicht mehr den direkten Anschluss hat an Alexander Wurz. Der 9. ist dann Yannick Dalmas und der 10. Christian Dann. Tja, das mit den Jungen in der Meisterschaft, das scheint sich bewährt zu haben. Es gibt mittlerweile so richtige Talentspäher, die durch die Lande ziehen. Mercedes betreibt das sehr intensiv, vor allen Dingen hier auch in England. Man hat sich nicht nur den Montoya angeschaut, sondern auch den Ralph Berman und den Guy Smith. Das sind die Herrschaften, die auf Platz 1 und 2 in der britischen Formel 3 Meisterschaft im Augenblick liegen. Und man fühlt sich natürlich bestätigt nach den Erfolgen eines Jan Magnussen und eines Dario Franchitti, eben in diesen Meisterschaften zu suchen. Und Reuter in riesigen Problemen. Manuel Reuters Auto raucht. Rauch stieg auf dort beim Anbremsen. Und zwar Rauch aus dem linken hinteren Bereich. Und das Auto war auch gerade in einer unsauberen Fahrlinie. Keke Ölaustritt? Ja, weiß ich nicht. Sie deutet auf eine Hinterachse an. Also ich glaube, dass der Manuel Reuter, lass uns kurz nachdenken, hier unter Umständen den ersten Ausfall seiner ITC-Karriere in diesem Jahr hinnehmen müsste. Hinten hängt auch irgendwas runter, aber das kann eigentlich damit nicht so recht zusammenhängen. Nee, das ist nur eine Kleinigkeit. Das ist eine Kleinigkeit. Der Rauch kommt eindeutig aus dem Radkasten, also aus dem Bereich der Hinterachse. Und es waren natürlich sehr lange 2 Runden für Manuel jetzt. Es geht um Punkte, er muss ins Ziel kommen. Aber ob es ihm gelingt, bezweifle ich, es sind noch 10 Kilometer zu fahren. Also jetzt kannst du wirklich nur Daumen drücken. Daumen drücken für den Manuel Reuter, weil der hat wahrscheinlich alles verdient. Nur das nicht, ganz sicher nicht. Der Meisterschaftsführende, hoffentlich hält das Auto über die letzten knapp 7 bis 8 Kilometer.
Wir müssen also auch gleich mal bei der nächsten Zieldurchfahrt beobachten, ob die Rundenzeiten davon direkt betroffen sind. Hier ist es mal eine halbe Sekunde, die zugunsten von Alexander Wirth spricht. Und der Blaurauch wird stärker. Der Rauch wird stärker aus dem linken Radkasten heraus. Und Alexander Wirth hat für meine Begriffe eine ganz klare Aufgabe im Augenblick. Die klare Aufgabe, Jason Wortbrand zu hindern, an Manuel Reuter vorbeizuziehen. Sie sehen das bitte schön selbst, die Plätze 6, 7 und 8. Macht das allerdings auch mit sehr viel Fingerspitzengefühl, zumindest mal im Augenblick. Bin nur mal gespannt, wie der Kollege Jason Watt, wie lange er sich das anschauen wird. Ja, die letzte Runde könnte hier heiß werden. Die haben sogar noch eine Überrundung von Gianni Guidici vor sich. Und hier wird es noch rumgehen, weil Jason Watt kommt jetzt hier, Attacke aus und wird nicht gelingen. Nee, muss ich hinten wieder anstellen. Guidici hat fein Platz gemacht. Und ich sage Ihnen eins, liebe Zuschauer, wenn der Reuter das Ding hier nach Hause fährt, dann kann er gleich hier in die Kirche gehen und kann eine Kerze stiften. Denn das ist eine reine Glücksangelegenheit, wenn der die letzten 5 Kilometer noch übersteht mit diesem Rauch. Spitzengruppe scheint weitestgehend alles klar zu sein. Ludwig Tarquini, etwas mehr als 3 Sekunden, könnte Laufsieg Nummer 3 für Klaus Ludwig in diesem Jahr geben. Larini spielt da eh keine Riesenrolle mehr, 11 Sekunden zurück. Und Dreher für Hans Stuck, die 44, den hatten wir... 12. Position, auf Rang 12. Ja, Stuck und Alzem waren zusammen, hoffentlich ist da nichts passiert wieder. Hier Klaus Ludwig im Bild, hat mittlerweile über 3 Sekunden Vorsprung. Interessant beim Klaus... Hier ja. Ist es. Herr Rosberg, Sie sollten sich Profit nennen. Ja? Treffer hinten rechts. Ich nehme an, das Werte Stimmungsbarometer im Opel-Lager wird ein bisschen sinken. Uwe Alzen... Bar jeglicher Motorhaube, siehe Manuel Reuter auf dem Norrisring schon mal gesehen, schleicht einher. Sein Teamkollege macht einen perfekten Job, nämlich dort vorne an der Spitze, ist in der letzten Runde, hat noch einen knappen Kilometer zu absolvieren. Wir sehen hier beim Klaus Ludwig die neue Vorderpartie an seinem Auto, er ist als einziger fährt eine andere Aerodynamik an sein Calibra. Und er hat sich ja richtig bewährt. Er ist mit Abstand der schnellste Opel die ganze Woche gewesen. So, Ludwig vorne. Sieg ist, glaube ich, klar. Frage ist nur, was läuft da hinten bei Reuter, bei Wurz und bei Jason Watt? Reihenfolge bleibt noch bei. Und der Manuel Reuter wird zitternderweise im Auto sitzen mit weißen Fingerknöcheln und hoffen, dass die Nummer gut geht. Und die Nummer hier, die geht gut. Klaus Ludwig, die 17. Er holt Laufsieg Nummer 3 für den Rekordmeister der Klasse 1 Rennsport. Laufsieg Nummer 3 in der Saison 1996 und Jason Watts ist mit seinem jungen österreichischen Kollegen beschäftigt, Alexander Wurz, der das mit Verlaub gesagt mit einer gewissen Cleverness vorträgt. Manuel Reuter holt sich wohl den 6. Platz und ich interpretiere es mal so, Manuel Reuter ist wohl der glücklichste im Augenblick im Starterfeld. Und geht sich das aus? Es geht sich aus. Also, sag Ihnen schnell die Reihenfolge mit. Ludwig, Tarquini und Larini. Opel und zweimal Alfa Romeo. Das sind die Herren, die wir später dann auf dem Siegerpodest sehen werden. Der viertplatzierte Stefano Modena, Lechto 5. Und dann kam diese Dreiergruppe mit Reuter, Wurz und Watt. Dalmas und Danner komplettieren die Top 10. Sie haben Lauf Nummer 13 in der ITC gesehen, sehen logischerweise Lauf 14. Das war ein toller Lauf, vorgetragen von Klaus Ludwig. Alles weitere nach der Pause bei uns wieder auf Box. Hat sicherlich eine Chance, noch in Top 10 reinzukommen, um hier zu punkten. Damit gäbe es noch ein paar Punkte. Und je nachdem, wie die Sache mit den Verfolgern ausgeht, mit Stuck, mit Ludwig und mit Schneider, könnte das für den Manuel Reuter alles gar nicht mal so schlimm aussehen, wie sich das jetzt auf den ersten Augenblick zumindest hier mal anbahnt. Am Auto von Klaus Ludwig wird gearbeitet. Da sind die Officials dabei und sagen, no jetzt. Im Augenblick noch nicht, während das Feld jetzt langsam zurückkommt zu Start und Ziel, sich dann wieder formieren wird. Ich sage Ihnen das nochmal, so knapp 800 Meter, das muss jetzt sein, weil Sie sehen, mit einer preußischen Disziplin führt sich das Starterfeld dort wieder zusammen. Knapp 800 Meter vor der Startlinie wird ein Schild Grid rausgehalten und dann muss man sich formieren. Ludwig wird zurückgeschoben zu seiner Box. Und da vorne sind jetzt die Herren aus Italien. Viel Rot und viel Weiß und Rot. Und das Ludwig-Auto läuft. Läuft, fährt zumindest langsam durch die Box, aber wir gucken auf den Start. Ampel auf Rot. Und Grün ist geschaltet. Und Tarquini ist vorne.
Und ich glaube, auf Platz 2 aus dem Augenwinkel gesehen zu haben, Jason Watt. Oder wird es Nicola Larini sein? Nicola Larini ist es. Aber Jason Watt prächtig nach vorne gekommen. Prächtig. Und die Alpha-Fahrer dort vorne sind sich natürlich jetzt einig. Und das einzige Zünglein an der Waage, das könnte dieser Herr hier sein. JJ Lechtow, die 43. Ja, es ist für JJ ein großartiges Rennen. Er war sehr schlecht im Qualifying mit 15. Platz. Hat er eigentlich den Wochenende schon abgeschrieben. Ersten Lauf, glaube ich, 5. oder 6. Und jetzt auf 4. Stelle. Es kann doch noch was werden. Wurz übrigens auf einem exzellenten 5. Rang. Während Dario Franchitti versucht, hier nach vorne zu marschieren. Wir sehen ihn dort hinten ausscherend auf der rechten Seite der Fahrbahn. Und Wurz und Lechtow, die tragen jetzt ihre Angriffe vor. Lechtow den gegen Jason Watt. Aber der wurde abgewehrt. Auch das funktioniert nicht dort auf der Kurvenaußenseite. Ist nicht zu machen. Muss sich wieder anstellen. Ja, Jason Watt ist das erste Mal überhaupt in IDC jetzt vorne in der Spitze dabei. Und er wird den Platz natürlich nicht freiwillig abgeben. Und hier geht das wieder die Drama los. Dalmas mit Opel hat sich gedreht. Der war da ein bisschen eingeklemmt, habe ich den Eindruck. A, zwischen einem Alpha und B, offensichtlich mit Hans-Joachim Stuck. Das muss es zumindest so gewesen sein. Schauen wir uns gleich in der Zeitlupenzuspielung nochmal an. Sandy Grau mit Riesenproblemen und bei Stuck fliegt die Haube weg. Und das bestätigt das, was ich gerade gesagt habe, dass Dalmas und Stuck dort wohl aneinander geraten sind. Das sieht jetzt aus wie auf einem mittleren Trümmerfeld. Die Kohlefaserteile fliegen dahin, also betroffen waren. Erstens Dalmas, zweitens Stuck und drittens dann auch noch Sandy Grau. So, Fels kommt heran, das ist unser Führender. Das ist Gabriele Tarquini auf heimischem Boden unterwegs, britischer Tourenwagenmeister des Jahres 94. Larini hinten dran, Watt überraschenderweise auf Rang 3. Das wäre die Sensation für den jungen Mann aus Kopenhagen bzw. aus London, wenn er hier so weit vorne nachher auch ins Ziel kommen könnte. Dann Lechtow, dahinter Alexander Wurz, das ist Oliver Gavin. Dann folgt wieder 15 Christian Danner und dahinter Uwe Alsen, dann Bernd Schneider. Gavin hat einen sensationellen Start gehabt, liegt wie gesagt 6. Platz jetzt. Hier sehen wir es nochmal. Da kommt Gavin auf die Innenseite, Dalmas versucht zu folgen, dreht sich eigentlich aber schon beim Reinlenken. Wahrscheinlich hat er einen von Stuck gekriegt, gerade beim Reinlenken da. Also ich habe den Eindruck, dass Yannick Dalmas nach innen zog und der Hans-Joachim Stuck nichts, aber auch gar nichts mehr machen konnte. Und Dalmas dort vorne an der Vorderpartie vom Stuck-Auto hängen blieb, da geht die Haube segeln. Da geht sie segeln. Gut, wir haben ein Beispiel von Norrising, wo Manuel Reut eine ganze Renndistanz ohne Haube gefahren hat. Da wird man sich natürlich fragen, wieso kann man denn mit so einem schlechten aerodynamischen Auto doch noch so schnell fahren? Eigentlich ist der Unterboden viel wichtiger wie die Oberfläche für Aerodynamik. Franchitti hat ein Problem und Uwe Alsen hat ein riesiges. Nee, das ist Klaus Ludwig. Das ist nicht Uwe Alsen, das ist Klaus Ludwig, der dem Feld also offensichtlich hinterhergefahren ist und wieder reinkommt. Und ich glaube, der Karren ist krumm oder steht da nur die Tür auf? Kann man von dieser Seite aus nicht ganz erkennen, werden wir gleich mit der Boxenkamera dann sehen. Also da hat es im Hinterfeld auch noch viel Tohuwabohu gegeben. Ja, wir müssen fast sagen, durch den Ausfall von Ludwig haben wir natürlich ein sehr ausgeglichenes Feld hier. Und es wird noch sehr hart gekämpft. Larini wird auch nicht den Sieg umsonst abgeben. Und Watt und Lechtow, sogar Wurz noch, reden hier auch noch mit. Also ganz sicher, 6, 7, 8 Leute an der Spitze dort vorne sind potenzielle Siegkandidaten. Und wenn man sich jetzt mal versucht, ins Seelenleben von Tarquini und Larini hineinzuversetzen, da gibt es zwei unterschiedliche Betrachtungswinkel. Erstens, Tarquini hat noch nie einen Sieg erzielt in der ITC, ist aber seit Diepholz trotz des Unfalls im ständigen Aufwind. Gute Trainingsergebnisse, liegt jetzt in Führung. Und dahinter fährt ein Mann, der seit über einem Jahr keinen Laufsieg mehr in der Meisterschaft erzielt hat, nämlich Nicola Larini. Und ich sag's einfach mal und prophezeie es, da liegt eine ganze Menge Brisanz auf diesen Plätzen 1 und 2. Und dahinter Jason Watts, der bekommt ein Problem durch JJ Lechtow und Klaus Ludwig hat leider Gottes gar keins mehr. Denn der kommt raus, genauso auch wie Juan Pablo Montoya. Und da sind auch die Fetzen geflogen vorne rechts. Denn die Motorhaube ist beschädigt, Sie sehen das. Wir versuchen es mal zu analysieren. Ach, das ist Nannini mit Jörg van Ommen. Dicht beieinander liegend, während bei Juan Pablo Montoya die Motorhaube gewechselt wird. Ja, so diszipliniert wie der erste Lauf, hat so schlecht als der zweite angefangen. Ja, da ging es aber richtig zur Tat hier. Dieses Komplettteil ist aus Kohlefaser gefertigt. Das ist ein sehr leichter Verbundwerkstoff, sehr hochfest, schlagfest. Aber trotzdem, er reißt, wenn ein anderes Auto reinfährt und man kann diese komplette Frontpartie austauschen. Ja, oder vor allem, wenn er ein bisschen Luft unter sich kriegt, wie beim Stuck der Fall war gerade, dann fliegt das ganze Teil natürlich sofort weg.
Die sind befestigt, glaube ich, Keke, mit so 4 Befestigungspunkten. Ja, mit so schnellen Clips, die man unheimlich schnell auf und zu machen kann. Und wenn dann einer abreißt, kommt die Luft unter die Haube und so ist auch das Zersplittern der Stuckhaube zu erklären. Ja. So, unsere Spitzengruppe, was sagen die Fahrzeiten? Zwei fahren 1,49er Zeiten, und zwar sind das die beiden Herrschaften hier, nämlich Gabriele Tarquini und Nicola Larini, die Plätze 1 und 2, getrennt durch 6/10 Sekunden. Dann kommt ein Riesenverfolgerpulk mit 1,50er Fahrzeiten, rund eine halbe Sekunde pro Runde langsamer als die Verfolger. Und dieser Zug wird angeführt von Jason Watts, Lechto, Wurz, in der Reihenfolge kamen sie gerade durchs Bild, und Uwe Alsen wird uns mittlerweile auf der 6. Position angeboten. Oliver Gavin ist 7. Danach 8, Bernd Schneider prächtig nach vorne gekommen. Der Mercedes-Fahrer auf Rang 9 und Nannini komplettiert im Augenblick die Top 10. Der Schneider ist sehr schnell unterwegs zurzeit und mit seinem 9. Platz ist er noch voll dabei für Punkte. So, und wir geben schnell in die Boxengasse. Sie sehen es, Klaus Ludwig steht parat. So nah liegen manchmal Freud und Leid beieinander, Klaus Ludwig. Eben noch die große Freude über den Sieg, jetzt das frühe Aus. Was ist der Grund? Das ist ja ganz toll gesagt, Maren. Es ist so gewesen und so gekommen, wie es war. So, das Auto sprang nicht an. Ich weiß nicht warum. Ich nehme an, dass der I-Geber oder irgendwas in Elektronik gesponnen hat und sprang einfach nicht an. Und dann haben wir so lange rumgeorgelt, bis dann natürlich dann auch die Batterie leer war und dann war es vorbei. Anders fing schon an zu stinken. That's life. Und dann haben wir ihn angeschoben. Na gut, ich hätte jetzt hinterherfahren können, aber dann hat irgendeiner in seiner Panik die Seitentüre mit Gewalt zugeschlagen und dann ist die aus der Kunststoffverankerung gerissen. Jetzt hingen die auf dem Boden und ich meine, so ein groteskes Bild müssen wir ja nicht unbedingt abgeben. Opels gewinnen. Opels fahren nicht hier mit so einem, genau, mit der Frontplatte in den Türen. Schade, schade, schade. Bin ganz sicher, im zweiten Lauf hätte ich auch gewonnen. Andererseits, bin gar nicht so traurig. Nürburgring wieder 0 Kilo, wieder gewinnen. Also man muss nur an allem das Positive sehen. Danke Klaus Ludwig und weiter mit Burkhardt. Ich würde Ihnen gerne noch zwei Sachen aus dem Klaus Ludwig Interview erklären. Erstens, Nürburgring mit 0 Kilo. Das heißt, da Klaus Ludwig für seinen Sieg hier ein Platzierungsgewicht von 15 Kilogramm bekommen würde, im zweiten Lauf aber jetzt ein Nullergebnis hat, darf er es gleich wieder rausnehmen. Tritt also auf dem Nürburgring ohne Zusatzgewicht an. Da gibt es einen Dreher, das ist Bernd Mailänder, ne? Ja, schwarzes Auto müsste Bernd Mailänder sein. Und die Ellen Lohr war da auch in irgendeiner Form noch von betroffen. Und jetzt bewahrheitet sich natürlich zum x-ten Mal in diesem Jahr eine Prognose des Keke Rosberg. So ruhig wie den ersten Lauf gesehen, so wild ist denn der zweite. Was ist los mit den Buben? Ja, unglaublich. Ja. Und ich denke, da geht es auch gleich noch weiter, denn der Alexander Wurz, der drängt nach hinter JJ Lechto. Und jetzt gucken wir mal, was dort passiert ist. Also da spielt Stuck eine Rolle, da spielt Physik Keller eine Rolle, und zwar die alles Entscheidende. Sie sehen das bitte schön selbst. Und dreht dort das Auto von Bernd Mailänder herum. Das war der klassische hinten rechts auf die Ecke. Keke, da macht man nichts mehr, oder? Nein, da hat man keine Chance. Wenn das Auto hinten schon Schlag kriegt, bricht er automatisch ab. Vielleicht noch mal kurz auf den Klaus Ludwig Interview. Das war typisch Klaus Ludwig, wieder der große Taktiker, hat sofort den Vorteil gesehen wieder von seiner Auswahl. Gewicht ist weg, damit bin ich sehr konkurrenzfähig am Nürburgring wieder. Und das ist ja genau das in dem IDC-System. Es bietet ihm eine großartige Chance für den nächsten Lauf. Ich würde auch gerne noch was zum Interview nachtragen. Und zwar, Sie müssen jetzt nicht denken, liebe Zuschauer, dass die bei Opel irgendwelche Bastelautos bauen, weil er sagte, da riss die Tür aus der Verankerung und hin runter, was ja beim Serienauto völlig unmöglich wäre, wenn jemand die Tür zuschlägt. Das hängt einfach damit zusammen, dass fast alle Anbauteile am Auto laut Reglement aus Kohlefaser, das heißt extrem leicht gefertigt werden. Diese Türen sind mittlerweile auch aushängbar, wie so eine Salontür, können Sie die hochheben und rausnehmen. Und da muss wohl irgendetwas passiert sein. Also das darf man alles nicht überbewerten. Ja, die Rennautos müssen natürlich etwas reparaturfreundlicher sein wie ein normaler Straßenwagen. Die gesamte Elektronik sitzt ja da auf dem Beifahrersitzplatz und da müssen die Mechaniker einen besseren Eintritt dahin kriegen und das macht man gerade mit diesen abnehmbaren Türen. 15 Runden sind noch zu fahren, also gut 3/4 noch mit der eingeblendeten Reihenfolge. Dreifachführung für Alpha und 3 verfolgende Opel im Augenblick auf Platz 6. Hans-Joachim Stuck weiterhin ohne Motorhaube unterwegs. Was sagt er eigentlich von den Fahrzeiten her? 1,50-2, Keke, gibt es nichts zu sagen. Das ist eine Zeit wie Spitzengruppe. Ja, ist genauso schnell wie Tarquini zurzeit. Also könnte noch weiter vorkommen. Die schnellsten zwei Autos zurzeit draußen sind Alzen und Nannini, 6. und 9. Platz.
Und ich könnte mir vorstellen, dass wir noch einen guten Ergebnis von Alzen zu sehen kriegen. Also es gibt ganz sicher noch einen Schlusssport, liebe Zuschauer, denn die ersten 10, ich meine, Sie sehen es eh durchs Bild belegt, die liegen gerade einmal durch 11 Sekunden getrennt. Und was ist das bitte schon, wo wir noch über 70 Kilometer zu fahren haben? Was sagt unser Boxenfunk? Stefano Modena nicht mehr mit dabei, Hinterachsschaden. Und bei Jörg van Ommen, beziehungsweise bei dessen Box, scheint man offensichtlich Vorbereitungen zu treffen für einen Reifenstopp. Der Lechter muss hier unbedingt beim Watt vorbeikommen. Watt hält ihn und Watts auf und gleichzeitig ziehen Tarquini und Larini leicht ab. Also wenn die beiden Opels da vorbeikommen beim Watt, dann haben sie vielleicht noch ein Wörtchen mitzurennen hier. Aber es müsste ziemlich schnell gehen. Ja, weil wir haben noch knapp 14 Runden jetzt zu fahren. Also das ist im Augenblick die Auseinandersetzung schlechthin. Manuel Reuter taucht mittlerweile bereits wieder fast in den Top 10 auf. Es ist der 13. Rang. Er fährt hinter Hans-Joachim Stuck knapp 3,5 Sekunden zurück. Von den Rundenzeiten her allerdings weitestgehend identisch wie auch diejenigen, die da vorausfahren. Und das wird natürlich dann schwierig. Und Lechtor versucht es außen herum, tauchte zumindest mal aus dem Windschatten von Jason Watt auf und hat ein Loch aufgelassen. Und das Loch hat Alexander Wurz in all seiner Cleverness aber sehr dankend angenommen. Ja, vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Jetzt sollte Alexander Wurz sein Glück probieren beim Watt. Vielleicht geht er etwas stürmischer dran und bietet damit eine Möglichkeit für JJ. Kann das sein, dass die beiden, Keke, ich sage jetzt mal mit einem Handzeichen gesagt haben, ey, geh du mal vor? Nein, JJ hat einen Fehler gemacht. Er hat versucht, beim Watt vorbeizukommen, hat die schlechte Linie gekriegt dadurch und Wurz hat sofort gekontert und seine Chance ausgenutzt. Aber vielleicht schafft es der Österreicher ja schneller, an Jason Watt vorbeizukommen. Das werden wir uns mal anschauen. Jetzt wird der allerdings wiederum beschäftigt durch JJ Lechto. Und dann trifft natürlich irgendwann mal sehr schnell die alte Weisheit aus dem Motorsport zu, Keke, das Zweikampf wohl langsamer macht, ne? Ja, Watts hat jetzt schon die Kampflinie gewählt und dadurch haben sie natürlich sofort Boden verloren am Watt. Und so wird es auch nicht gehen. Nein, so wird es bestimmt nicht gehen, während einer der AMG Mercedes an der Box steht. Das ist die 11 und das ist dann eben in diesem Falle das Auto von Jörg van Ommen. Wie wir es vorhin angedeutet haben, aber neben Reifenstopp wird auch das Heckteil noch getauscht bzw. da hinten gearbeitet. Hier sehen wir natürlich diese einmalige Modulbauweise von Mercedes. Da kommt der komplette Heck einfach neu drauf und schon geht das Fahrt wieder weiter. Die könnten theoretisch in der 20-minütigen Reparaturpause sowohl das Vorderachsmodul mit Motor und Vorderachse als auch das Hinterachsmodul mit Bremse, mit Gewichtverteilung und allem dann regen. Seitenscheibe hat sich gelöst am Auto von Dario Franchitti. Das haben wir auch schon des Öfteren gesehen. In diesem Jahr kann ich mich noch nicht so recht dran erinnern, aber in den Jahren zuvor, er steuert die Box an. Das sind mittlerweile Leichtverglasungen, die auch nicht mehr aus Glas bestehen, sondern aus einem sehr schlagfesten Kunststoff. Und das ist einfach rausgekommen. Er wird aber irgendein anderes Problem haben, wegen der Scheibe fährt er nicht zu boxen, den kann er mit Hand ausschlagen und er fliegt davon. Das ist irgendeine andere Ursache. So, und das beobachten wir natürlich mit dem allergrößten Vergnügen. Jason Watts gegen Alexander Wurz, verstärkt durch den zweiten Opelmann JJ Lechto. Und Sie sehen, auf leisen gelben Sohlen trabt Herr Alsen heran, ist nämlich auch mittlerweile dran und Wurz versucht vorbeizugehen an Watts. Gleiche Höhe, außen, das geht nicht. Es geht nicht, jetzt vielleicht innen, aber da wird er zumachen. Watt fährt Kampflinie. Ja, Watt fährt Kampflinie und Alsen kommt näher und wir werden bald eine Vierergruppe haben, wenn die Jungs schon weiterfahren. Jungs, in dem Falle das absolut richtige Wort. Da ist JJ Lechto mal gerade der Dienstälteste in dieser Mannschaft, die alle in den 20ern sind. Wobei der Jüngste in dieser Truppe und im kompletten Starterfeld ist Alexander Wurz aus Perchtoldsdorf in der Nähe von Wien, 22 Jahre alt. Ja, obwohl natürlich Montoya der Jüngste war diese Wochenende. Richtig, genau. Mit 22 Jahren. Montoya, der Zugang hier für Silverstone, genau. So, und bei Jörg van Ommen, da wird Folgendes gemeldet. Er glaubt, dass besagter Montoya ihm hinten drauf gefahren ist und dann eine Aufhängung wohl offensichtlich gebrochen ist. Ja, und Wurz versucht es. Wurz versucht es mit aller Macht. Die toben einher, wie ansonsten in irgendeinem Markenpokal in Deutschland zu sehen, und Alsen raucht. Alsen raucht hinten links. Blaurauch steigt auf. Das müssen wir jetzt mal beobachten. Das muss nicht unbedingt dann gleich immer ein Problem sein.
das von der Hinterachse selbst verursacht wurde. Das kann auch ein an der Karosse schleifender Reifen sein. Was natürlich den Reifen nichts Gutes tut, und da ist Uwe Alzen ausgefallen. Ist es nichts, Uwe Alzen fährt raus. Ein Nullergebnis im zweiten Lauf. Und Alexander Wurz versucht es weiterhin mit allen Möglichkeiten, die er hat. Da steht's, Uwe Alzen, die 16, der Zackspeed Calibra. So gut wie der erste Lauf lief, so schlecht der zweite. Ja, wahrscheinlich am Motorschaden hatte sehr viel Rauchentwicklung auf die Vorderachse. Ja, Wurz fährt Kampflinie. Natürlich logisch, der kämpft um sein Ergebnis. Er hat noch kein Zähl- und Greifbares in diesem Jahr vorzuweisen. Da gibt es nicht viel. Und jetzt hat er die Chance, dort vorne im Reigen der Herrschaften, die ansonsten immer dort vorne fahren, mitzuspielen. Während Gabriele Tarquini sich eine neue schnellste Runde gönnt mit einer 1,49er Zeit. Nur kann er natürlich nicht über 10 Runden mit Kampflinie seine Position retten. Es ist eine Zeitfrage, die Opels werden vorbeikommen, aber dann haben die natürlich schon den, die Spitze verloren. Die Spitze ist mittlerweile schon 5 Sekunden vom Watt weg. Und ich nehme doch mal an, Kike, dass der bei der Art der Fahrweise seine Reifen auf das Limit treibt. Kommt noch dazu, er ruiniert seine eigenen Reifen und wird natürlich dadurch noch langsamer. Könnte das unter Umständen auch auf den Alexander Wurz zutreffen, der ja ähnlich aggressiv fährt? Und kann es sein, dass nachher der lachende Dritte im Bunde dein finnischer Landsmann da hinten ist? Ja, das war ja ein bisschen das, was ich vorgeschlagen habe, wie Wurz diese zweite Position in den Pult genommen hat. Wollen wir sehen, ob er die Aufgabe besser löst wie JJ Lechto und kommt beim Wurz vorbei. Aber scheint ihm auch nicht gelingen. Hinter denen kommt dann übrigens jetzt mittlerweile auf der 6. Position geführt Alessandro Nannini heran. Das war der Opel-Kommandostand mit Wolfgang Peter Flohr und mit Volker Stritzek, der, ich sagte es Ihnen ja mal kurz im ersten Lauf, auf dem Nürburgring, so überlegt man im Augenblick bei Opel, aller Wahrscheinlichkeit nach einen 9. Calibra fahren wird, ein Testauto, der Meister des Jahres 1984. Und Wurz versucht es wieder, immer wieder geht es hin und her. Links und rechts taucht er neben Jason Watt auf und die beiden machen einen exzellenten Job in diesem knallhart ausgetragenen Zweikampf mit viel Fairness. Ja, es wäre aber besser jetzt für Wurz, für alle und einmal eine Überholmanöver zu planen, den über eine ganze Runde aufzubauen und dann wirklich zu überholen und nicht 10 und 11 Mal probieren links und rechts, weil da verliert er nur Zeit. Giancarlo Fisichella, er tobt hier einher und fährt 1,49er Rundenzeiten, ist im Augenblick der schnellste Mann im Starterfeld. 9. Position ist das. Im Zweikampf mit Christian Danner, mit seinem Markenkollegen. Und da spielt auch noch eine Rolle der motorhaubenlose Hans-Joachim Stuck, der übrigens auch 1,49er Zeiten fährt und sogar eine Hundertstel schneller war als Giancarlo Fisichella. Also diese Gruppe ist, oder die beiden, sind im Augenblick die schnellsten im Feld. Christian Danner hinter Hans-Joachim Stuck jetzt. Stuck vorbei. Aber davor Fisichella, der mit riesen Schritten nach vorne tobt. Der war ja bis vor den großen Preis von Deutschland mit einer Doppelbelastung im Motorsport gesegnet oder ausgestattet, wie immer Sie das nennen wollen. Und da gibt es ein Problem, da fliegt eine weitere Calibra-Haube weg. Und zwar war das im Umfeld von JJ Lechto. Dann sage ich mal, das war Wurz. Und dann sage ich mal, da hat es wahrscheinlich auch eine Berührung gegeben zwischen Wurz und Jason Watt. Wurz hat einen Platz verloren und die Haube verloren. Jetzt fahren zwei blankgezogene Opel einher. Und jetzt wird JJ Lechto wieder probieren, das, was er schon am Anfang probiert hat und was ihm nicht gelungen hat. Und Nannini kommt von hinten näher und näher. Die liegt natürlich jetzt böse da, wenn da einer drüber pfeffert. Das ginge ganz sicher an die Unterbodenkonstruktion. Gerade die Alpha mit ihrer filigranen Unterbodenkonstruktion sind da ganz besonders gefährdet. Tarquini, Larini, Watt, Lechto, Wurz und Nannini. Diese Kurve ist den JJ natürlich sehr bekannt, weil hier hatte er damals als Benetton-Fahrer einen sehr ungünstigen Abflug gehabt und hat seinen Nacken gebrochen, was ja eigentlich dann seine Formel-1-Karriere beendet hat. Genau wie auch Pedro Lamy zum Beispiel, hat ja auch hier in Silverstone beim Testen, das war damals glaube ich auch so in etwa in der Phase, einen schweren Unfall gehabt. Haube ist weg, die mutigen Streckenposten des British Racing Driver Clubs, das ist der Veranstalter hier, die haben es weggeräumt und es stimmt, genau wie wir es gesagt haben. Der Alexander Wurz hat mal vorsichtig und verhalten angeklopft und das ist die bildgewordene Folge. Motorhaube weg,
Und dem Jason Watts, dem bescheinige ich im Augenblick mal Nerven wie Drahtseile, Keke Rosberg, den Zweien da hinten standzuhalten. Da fallen ja permanent zwei über ihn her. Ja, ja, mittlerweile sind wir ja 10 Runden alt in diesem Rennen und hält immer noch seine dritte Position. Es wird natürlich enger und enger und der Nannini kommt auch noch von hinten. Also ist wahrscheinlich, haben wir noch nicht alles gesehen, was hier passiert. Tarquini, den haben wir vorne und Larini. Aber das ist wirklich der Dreikampf schlechthin in diesem Rennen. Und ich denke, nach einem glänzenden ersten Lauf, den wir in Silverstone gesehen haben, sehen wir einen ähnlich dramatischen im zweiten Lauf. Und da wird gleich auch Alessandro Nannini noch eine Rolle spielen. Seien Sie sicher, weil der ist schneller unterwegs als Alexander Wurz. Und zwar eine gute halbe Sekunde schneller, ach fast eine ganze Sekunde schneller unterwegs als Alexander Wurz. Und Gavin ist draußen. Gavin ist draußen und Reuter kam in Probleme. Der rutschte auch relativ weit nach außen. Jetzt hoffe ich nicht, dass da irgendwas auf der Fahrbahn liegt, das den beiden dann zum Verhängnis wurde. Oliver Gavin auf dem, so müsste man eigentlich sagen, Vauxhall-Calibra. Denn so treten die Autos hier von Opel in England an. Hier werden ja keine Opel, sondern Vauxhall verkauft. Rausgerutscht. Und ich habe auf jeden Fall auch einen Rutscher von Manuel Reuter gesehen, der im Übrigen im Augenblick 12. ist. So. So, wir schauen uns das nochmal an. Plötzlich in der Kurve kam er ins Rutschen. Bei dem Alpha allerdings kein Problem. Bei Stock auch nicht. Und jetzt passen Sie mal am linken Bildrand auf. Er war ein bisschen früh raus mit der Slow-Mo. Da hätte man den Manuel Reuter noch rutschen sehen können. Wir schauen uns das nachher nochmal an. Geben kurz ab zur Werbung nach Köln. So, und Sie hören immer wieder bei allen möglichen Sendern, dass man ja angeblich nichts verpasst. Und bei uns verpassen Sie wirklich nichts, weil wir machen nämlich die Bilder selber. Und Sie sehen hier die Stop and Go von Giancarlo Fisichella. Das ist vor knapp 2 bis 3 Minuten passiert. Er wurde hereingeholt, offensichtlich wegen der Aktion Rempelei mit Bernd Mailänder vorhin vor einigen Runden gesehen. So, und damit sind wir wieder drauf und schauen uns die Aktionen an, die im Augenblick hier live in Silverstone ablaufen. Und Sie sehen immer noch diese Dreierkampfgruppe mit Jason Watts, mit JJ Lechto und mit Alexander Wurz Motorhauben los. Wir reden über die Plätze 3, 4 und 5. Und ich glaube, Jason Watt, dessen Auto kommt schon so ein bisschen ins Rutschen. Ich meine das gerade dort in der Spitzkehre gesehen zu haben. Ja, genau so, JJ Lechto seine. Die Reifen werden natürlich jetzt hart beansprucht, über 10 Runden lang diese Kampf um Position 3 hier. Und es geht, wie gesagt, sehr hart an die Reifen. Sehr hart an die Reifen. Wir sagen oft, Keke, zum Schluss eines Rennens, die Reifen sind am Ende. Jetzt sollte man aber, glaube ich, mal eins erklären, dass die einzelnen Reifenhersteller dort keinen Schrott bauen, während JJ Lechto es jetzt wohl offensichtlich schafft. Nach einem winzigen Fehler von Jason Watts ist die Chance da für den Finnen, zumindest einen Podestplatz für Opel mal in greifbare Reichweite zu holen. Zumindest ist er da jetzt mal, nämlich auf Rang 3. Ja, den Position muss er natürlich jetzt erst halten. Ja, wie gesagt, von den Reifen, der schnellste Rennreifen ist natürlich der, der sich in Teilen löst, wenn man die Ziellinie überquert. Und es ist natürlich eine sehr schwere Grenze zu finden. Wann sind die Reifen zu weich, wann sind die zu hart? Wenn sie zu hart sind, dann halten sie gut über die Renndistanz, aber dann sind sie langsam. Wenn sie zu weich sind, dann hat man Probleme am Ende des Rennens. Lechto kann sich etwas absetzen, Wurz versucht natürlich wieder links und rechts. Das ist die gleiche Thema, die man vorher hat, denn es wäre vielleicht besser, den einmal richtig gut zu planen und dann vorbei, wie zehnmal zu probieren. Aber jetzt ist er entschlossen, Wort ist langsamer geworden. Wahrscheinlich sind die Reifen am Ende. Also Aufnahmen im Augenblick wie im allerbesten Markenpokal irgendwo. Zum einen so, wie das Auto von Alexander Wurz vorne aussieht. Das sind ja oftmals Markenpokal-typische Bilder. Zum anderen aber auch, was das Hin- und Herzacken angeht. Also hier geht es jetzt nicht mehr um irgendein taktisches Geplänkel, sondern das ist nur der reine Race-Wille. Da fährt jemand vor dir und du willst vorbei und alles andere ist aus dem Gehirn gestrichen. So im Augenblick die Interpretation der Lage des Alexander Wurz. Gucken Sie mal da, außenrum, egal wo, er versucht es überall. So, jetzt ist er wieder aus Woodcourt raus, außen daneben. Jetzt versucht er, mehr Leistung umzusetzen. Jetzt muss er nur aufpassen, weil auf der günstigeren Linie ist der Watt. Genauso macht er es auch. Also der Watt hat Nerven wie Drahtseile. Wurz fährt ein Bombenrennen. Watt aber genauso. Das sieht nur nicht ganz so spektakulär aus. Aber sensationell, die Buben. Sensationell. Jetzt nebeneinander. Und jetzt hat er es gepackt. Aber, oder?
oder? Watt hat einen Fehler gemacht und Watt hat wieder sofort gekontert. Ha, ich lach mich schlau. Sensationell. Und das war der Fehler von Alexander Wurz. Da kam er ein bisschen ins Rutschen und das ist die Chance für Nannini, oder? Ist es die Chance? Sensationell. Nannini presst sich an Alexander Wurz vorbei. Der nächste Anbremspunkt nach der Hangar Straight, der wird es zeigen. Er ist auf der günstigen Linie. So, das ist erledigt. Jason Watt hat uns das alles gezeigt und muss sich jetzt beugen. Nannini und auch Alexander Wurz. Da geht's zu. Sensationell stark. Und Nannini mit all seiner Routine hat die beiden jungen Buben dort ausgetrickst. Wurz hat sich mit Watt befasst. Nannini ist herangeschlichen und vorbei. Die grüßende Hand wahrscheinlich in den Rückspiegel. Das war's. Die zwei Großen, die hier profitiert haben, waren Nannini und Lechto. Lechto hat ein bisschen Abstand gewonnen und Nannini hat zwei Plätze gut gemacht. So, da werden wir jetzt gleich bei Start und Ziel mal ganz gepflegt die Reihenfolge aufarbeiten in dieser äußerst turbulenten 16. Runde. So, das schauen wir uns nochmal an in der Zeitlupe zu spielen. Sie kennen die Akteure mittlerweile bestens. Ich brauche Ihnen die Autos nicht mehr vorstellen. Ach, so war das. Wurz zog nach innen. Und der Jason Watt konnte sich da auch beim besten Willen nicht in Luft auflösen. Also dieser Stüber war mehr oder weniger unvermeidbar. Das war die Chance für Watt, die Führung vor Wurz zu behalten, aber gleichzeitig auch wieder eine abzugeben an Nannini. Stark. Ja, das war Rennsport am besten. Die erste Überholmanöver hat sich vor ungefähr 200 Stundenkilometer stattgefunden. Auch die erste Berührung da. Und das war gut. Hart, aber fair. Genau, das hätte ich nämlich ansonsten noch sehr gerne hinten drauf gesetzt, damit jetzt hier kein falscher Zungenschlag reinkommt. Das ist Racing, das ist nicht Billard oder Schachspielen oder sonst irgendwas. Irgendwo gehört es dazu und es wurde in aller Fairness vorgetragen. Tarquini, Larini, Lechto, Nannini, das sind unsere ersten vier. Watt 5, ja, da kommen zwei Haubenlose jetzt. Ja? Vorne der Haubenlose ist Wurz, dahinter der Haubenlose ist Hans-Joachim Stuck. Auf den Plätzen 6 und 7. Das Auto. Wir haben so einen Spaß an den Bildern. Ich nehme an, Sie genauso auch, liebe Zuschauer. Wir wollen uns das nochmal von der Inboard eben anschauen. Und zwar von der des Jason Watt. Da sehen Sie es. Alexander Wurz, der dort einen leicht in die Tür kriegt. Die Kollegen aus Österreich übertragen übrigens auch live. Haben viel zu erzählen jetzt in diesem zweiten Lauf. Ist ja ihre größte Motorsport-Hoffnung im Augenblick schlechthin. Zumindest was die Jungen, was die nachkommenden Buben angeht. Der nächste Altmeister natürlich nach Nannini ist jetzt der Stuck, der schon dran ist, ohne Motorhaube. Nannini-Fehler. Ja, auch ein Altmeister kann einen Fehler machen. Auch ein Altmeister kann einen Fehler machen, der rutscht raus. Andererseits ist es genau das Gleiche, was der Nannini passiert ist im ersten Lauf. Da denkt man fast, ob es nicht wieder ein Reifenproblem ist bei ihm. Es war auch übrigens fast die gleiche Stelle, es war nur ein paar hundert Meter davor. Ja, die Alpenländler, die haben das Sagen hier auf diesen Plätzen 5, 6 und 7, während wir noch mal kurz schauen, was Nannini dort geschieht. Du könntest recht haben, Kike, oder? Der kam sehr ungewöhnlich langsam auch nach außen gerutscht. Ja, diesmal hat er aber wenigstens den Tafel verpasst. Knapp am Werbelogo vorbeigeschrammt. Tja, die Alpenländler haben dort das Sagen. Nicht nur Wurz kommt aus der Alpenrepublik, sondern Hans-Joachim Stuck ja mittlerweile auch. Der ist ja seit vielen Jahren in Going zu Hause. Stuck ist jetzt mittlerweile schon Sechster, sensationell gefahren in diesem Lauf. Und da geht es ihm natürlich um die Meisterschaftspunkte. Reuter ist Neunter. Ja. Larini wird langsamer. Nicola Larini wird langsamer, der zweitplatzierte Alfa Romeo. Das ist Nicola Larini. Gelbe Markierung vorne am Frontflügel. Der zweitplatzierte wird langsamer. Und Lechto rutscht jetzt vor auf zwei. Und dahinter kommt schon diese Truppe wieder. Mit Watt, mit Wurz und mit Hans-Joachim Stuck. Ja, Stuck hat Wurz gerade überholt. Ja. Ist jetzt ein bisschen schwierig auszumachen, aber man kann sich dran orientieren. Wenn Sie ein rotes Dach sehen, das ist Stuck. Und ein blaues Dach, das ist Wurz. Und beide sind Opels. Auch wenn man sie nicht mehr erkennt. So, das wollen wir uns nochmal in der Zeitlupenzuspielung anschauen. Da wird Nicola Larini plötzlich und unerfindlich langsam. Da tippe ich auch dann mal eindeutig auf ein Mechanikproblem, weil da war nichts mit Reifen oder sonst irgendetwas zu sehen. Das war auch kein Rutscher oder Verbremser.
So, Stuck ist jetzt am Wort dran. Jetzt werden wir sehen, ob er die Aufgabe besser lösen kann, wie die Jungmeister, die es versucht haben, ganzen Tag lang. Die ist gleich gelöst, oder? Nee, noch nicht. Jason Watt beim Rausbeschleunigen aus dieser Spitzkehre, die im ersten Gang übrigens gefahren wird, sieht man immer wieder, dass der Alpha übersteuert. Also das heißt, er schiebt über die Hinterachse nach außen raus. Und das wäre fast die Chance für den Hans-Joachim Stuck gewesen, während Nicola Larini, so mittlerweile unsere Informationen, einen Reifenschaden hat. Also doch kein Mechanikproblem, sondern ein Reifenschaden. Ja, Silverstone ist eine sehr schnelle, harte Strecke für die Reifen. Und da sehen wir natürlich, welche Probleme alle Marken haben hier heute, nicht nur Mercedes. Also, dass dein Herz für einen Hans-Joachim Stuck schlägt, ist mir völlig klar. Ich sag's aber immer wieder, also ich bescheinige dem Jason Watt fingerdicke Nervenstränge. Wem der jetzt alles schon standgehalten hat, und der Einzige, der sich vorbeigepresst hat, ist J.J. Lechto gewesen. Gut, Nannini auch noch, aber das Thema hat sich dann erledigt. Der kämpft eigentlich jetzt seit 16, 17 Runden und Stuck Problem. Blow-up, kapitaler Schaden am Auto von Hans-Joachim Stuck. Blaurauch steigt auf. Die letzten anderthalb Runden in Silverstone im zweiten Lauf, sie werden mehr als dramatisch. Das ist sehr bitter für Stuck, weil er lag schon auf die vierte Stelle und da gehen natürlich ein Haufen Punkte verloren jetzt. Ja, und dann ist dann doch wieder in der Spitzengruppe der Meisterschaft Reuter der Nutznießer, denn der fährt in den Punkten auf 7. Das nochmal der Blow-up, anderthalb Runden vor Schluss. Eine kleine österreichische Beziehungskiste sei gestattet, was Herrn Berger in Hockenheim passiert, in der Formel 1 passiert, nun hat es ja auch im Stuck hier in Silverstone. Es ist natürlich sehr möglich, dass durch diese verlorene Haube und kaputte Schnauze irgendwelche Kühlungsprobleme aufgetreten sind, der Motor hat überhitzt und das kann kein Motor aushalten. 6 Sekunden Vorsprung und er wird wohl jetzt ein Boxensignal bekommen, dass die letzte Runde für ihn angebrochen ist. Sie sehen es per Grafikeinblendung bestätigt und er führt mit einem komfortablen Vorsprung von noch 5,7 Sekunden und ich glaube, man muss nicht der allergrößte Prophet sein, um zu sagen, Gabriele Tarquini könnte dem ersten ITC-Sieg nach Hause steuern. Und bei Wurz gibt es auch ein Problem. Da lösen sich mittlerweile Teile aus dem Bereich Luftansaugung Motor, glaube ich. Ja, man hätte nicht gedacht, dass da noch was zum Verlieren gibt. Aber so geht es natürlich nicht. Also, knallt dem Jason Watt hinten rein. Die Gangart wird ein bisschen härter in der Schlussphase. Der Frontspoiler nimmt es übel. Und es nehmen weitere Kohlefaserteile übel. Also allzu viel ist von dem Wurzauto vorne nicht mehr geblieben, mit Ausnahme des Motors. Der Rest ist hinüber. Und er versucht es wieder. Zack, hin und her und es steigt Rauch auf. Ja, jetzt vorne ist mittlerweile sicherlich kühler beschädigt schon nach dem letzten Aufprall. Und der nächste geht ein. Danner ist das. Christian Danner. Blaue Markierung im Frontgrillbereich. Christian Danner. Auch dort steigt eine riesen blaue Rauchwolke auf. Also Mechanikproblem. Muss übrigens nicht immer der Motor sein. Und jetzt werden sie Fingernägel kauen bei Alfa Romeo, dass das Gabriele Tarquini-Auto heil ins Ziel kommt. Und man sich endlich wieder einen Erfolg für Alfa Romeo holt. Die 18. Britischer Tourenwagenmeister 94. Ich habe es Ihnen gesagt. Große Auftritte hier auf der Rennstrecke in Silverstone. In diesem Auto, in 2-Liter-Version allerdings, und frontgetrieben. Und jetzt setzt er das Krönchen drauf. Denn er wird es jetzt draufsetzen. Das sind die letzten Meter. Er könnte fast schon rollen lassen, um den Laufsieg nach Hause zu schaukeln. Und da ist er. Da ist das schwarz-weiß karierte Tuch für Gabriele Tarquini, der sich den ersten ITC-Erfolg holt und Alpha eindrucksvoll zurückmeldet in der Meisterschaft. Vor Lechto, einem tollen Zweitplatzierten, einem kämpferischen Jason Watt auf Rang 3 so gut wie nie und Wurz. Müsste mich alles täuschen, wenn das nicht auch sein bestes Saisonergebnis bisher ist. Platz 4 und Bernd Schneider noch auf Rang 5. Kompliment. Er hat noch das Beste aus dieser Sache gemacht. Und der Meisterschaftsleader Manuel Reuter auf 6. Eine unglaublich starke Vorstellung. Ein wenig spektakuläres Rennen, was Gabriele Tarquini angeht. Aber ein sehr glückliches und ein toll fehlerlos gefahrenes Rennen des ehemaligen Formel 1-Fahrers. Und J.J. Lechto, der große Kämpfer, und das der Enttäuschte, der Pechvogel. Das Wochenende zum Abhaken, ein Training, in dem nichts, aber auch gar nichts lief. Das Beste für ihn war wahrscheinlich noch die Sonne von Silverstone. Tja, und die können sich freuen,
die Jas-Jungens. Das ist ja das zweite Alfa Romeo-Team neben der Werksmannschaft von Martini und neben dem TV-Spielfilm-Team eigentlich sogar das dritte, die Jas-Mannschaft. Und wir gehen ganz kurz zurück nach Köln, melden uns dann aber gleich sofort wieder hier in Silverstone. Ist das Ergebnis aus dem zweiten Lauf. Tarquini, Lechter und Watt, die werden wir gleich sehen bei der Siegerehrung. Jeder hat für sich ganz persönlich einen Rekord zu verbuchen. Ein toller Alexander Wurz auf Rang 4. Wir bearbeiten es nochmal deutlich raus. Bernd Schneider mit Platz 5. Unter diesen Verhältnissen ein gutes Ergebnis erzielt. Das die weitere Reihenfolge dann auf den Plätzen 11 bis 16. Und sicherlich ein sehr, sehr enttäuschter Hans-Joachim Stuck mit seinem Ausfall anderthalb Runden vor Schluss. Da steht er. Dort unten steht zumindest sein Auto. Und das sind unsere Erfolgreichen. Und Tarquini, der ist ungeheuer beliebt hier in England. Viele, viele Journalisten haben sich riesig gefreut, ihn wiederzusehen. Eben in Erinnerung an dieses glanzvolle Jahr vor 2 Jahren hier. Das ist unser aktueller Meisterschaftsstand mit Manuel Reuter 149 Punkten vor Bernd Schneider, dem neuen Zweitplatzierten. Hans-Joachim Stuck hat nun leider Gottes einen Platz verloren. Lechto kommt ein Stückchen nach vorne mit Rang 4. Die weitere Reihenfolge, Sie sehen sie auf unserer Grafik. Also der Bernd Schneider, nochmal rausgearbeitet, mit diesem kämpferischen 5. Platz im 2. Lauf, hat er alles getan, was er machen konnte. Und er hält als Belohnung nach dem Pech von Hans-Joachim Stuck Rang 2 in der Meisterschaft. Schneiders Meisterschaftshoffnungen sind definitiv intakt. Wir werden jetzt gleich die Siegerehrung haben. Ich sage Ihnen mal ganz schnell noch, was im weiteren Vox Motorsportprogramm noch kommt. Logischerweise Siegerehrung. Genauso klar, wir reden mit den Erfolgreichen. Auch das ist klar. Und dann schauen wir uns an, was im 5. Lauf zur Formel 3000 Europameisterschaft alles passiert ist. Da haben wir ja unsere große deutsche Hoffnung drin, den Jörg Müller, den Führenden in der Europameisterschaft vor Kenny Breck. Das alles dann gleich noch in der weiteren Reihenfolge in unserem Motorsportprogramm. Ja, den werden sie wahrscheinlich rund um Chivasso, dort wo diese Mannschaft zu Hause ist, jetzt zum Santa Gabriele ernennen, zum Heiligen. Während jetzt erst einmal laufen wird die Siegerehrung zum ersten Lauf mit Klaus Ludwig, eingerahmt von den beiden Alfisti, von Gabriele Tarquini und von Nicola Larini. Klaus Ludwigs dritter Erfolg in der aktuellen Meisterschaftssaison 1996 und das Gesichtsstudium hat ergeben, die lächelnden Züge sie überwiegen. Die lächelnden Züge über den Erfolg im ersten Lauf verdrängend das Pech aus Lauf Nummer 2. Die Trophäen, sie werden überreicht. Gabriele Tarquini, Sie sehen's, ein breites Strahlen. Glauben Sie, das ist die erlebte Freude. Der hat alle Tiefen in der ITC durchgemacht. Es sah so aus, als wenn dieser Mann überhaupt nichts hinkriegen würde mit seinen Plätzen 15, 16, 17. Diepholz, der schwere Unfall, aber trotzdem im Training schon Rang 2. Hier im Training der 2. Platz. Nürburgring, nämlich die allerletzten Minuten, die laufen jetzt, bevor die Einführungsrunde beginnt. Wir reden über die Meisterschaftsläufe 15 und 16 des Jahres 1996. Und
Ereignis im Jahr, Sandro Nannini, und daneben steht Dario Franchitti.